Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Diese Stimme hört Saulus von Tarsus, der unerbittliche Verfolger der ersten Christen vor den Toren Damaskus. Dazu ein helles Licht. Seine Begleiter sehen nur das Licht, hören keine Stimme, hören nichts, sind einfach nur erstaunt ob dessen, was sie da erleben. Wer bist du, Herr? Fragt Saulus die Stimme, die wiederum sagt, ich bin Jesus, der Nazoräer, also der aus Nazareth, den du verfolgst. Und so fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, was er getan hatte. Und er musste nun mit seiner Blindheit erst einmal klarkommen, dass plötzlich all das, was er im Leben als das Richtige ansah, auch das, was er tat, tat er ja in dem vermeintlichen Denken, dass das gut ist, was er tut. Er dachte, er tut das Richtige, das Tugendhafte, das, was man ihm beigebracht hat. Dieses ganze Kartenhaus des Lebens stürzt in diesem Moment zusammen. Plötzlich trägt das nicht mehr. Und erst einmal liegt er einfach am Boden. Und andere müssen ihn dann nach Damaskus hineinführen. Und plötzlich ist er nicht mehr der starke Soldat Paulus mit dem festen Vorsatz, dort hinter den Stadtmauern eben die Anhängerinnen und Anhänger des neuen Weges, all derer, die sich eben zu Christus bekennen, zu vernichten, sondern er kommt als der blinde Paulus, so wie er sich später nennen wird, in diese Stadt. Zu einem der angesehensten Juden der Stadt, Hananias, der ihm dann ins Gewissen redet und ihm sagt, was er da erlebt hat. Er trat vor ihn hin und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte er sehen. Dann sagte er, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Er weist ihn darauf hin, was für ein Privileg es eigentlich ist, dass gerade er, der doch die junge Kirche bis aufs Blut, bis auf den Tod verfolgt hat, so nah an Christus sein kann. Dass Christus ihn so nah zu sich nimmt, dass er nicht nur ihn erkennen darf in diesem hellen Licht, dieser Vision, wie auch immer man sich das vorzustellen hat, sondern er ihn auch vernehmlich hört, er mit ihm kommunizieren kann, ein tieferes Verständnis für sein Leben da ist, auch wenn es momentan ihm noch keine Klarheit bringt, außer die, dass das, was bisher war, das Falsche war. Vielleicht kennen wir ja solche Irritationen, vielleicht auch solche Gewissheiten. Ohne dass wir vielleicht davon reden würden, dass wir Stimmen hören würden. Aber so ganz tief in uns drin zu wissen, dass etwas falsch war, auf was wir gesetzt haben im Leben. Oder dass es etwas gibt, nach dem wir uns sehnen und ausrichten. Oder etwas, was wir gerne erlangen würden und dass es sich lohnt, jetzt auf die Zähne zu beißen oder jetzt etwas in die Waagschale zu werfen oder wie auch immer man das sagen möchte. Ananias redet ihm zu, gibt ihm gleichzeitig diesen Mut,
nun aufzubrechen und sein Leben radikal zu ändern. Denn du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. Das heißt auch, Schwestern und Brüder, er redet diesem Saulus ins Gewissen, das ist keine Privatoffenbarung. Das gehört jetzt nicht einfach dir, dass du dieses Licht siehst, dass du den Herrn hörst, dass du innerlich eine Gewissheit spürst. Das ist sein Ruf, der dich aber auch herausruft. Ekklesia ist das griechische Wort für Kirche. Ekklesia heißt aber auch wörtlich übersetzt die Herausgerufene. Die Kirche Jesu Christi ist immer eine, die herausgerufen wird aus ihrem Alltag und immer hin zum anderen und zum Heil, eben zu diesem Licht gerufen wird. Du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. Das, was dir eben widerfahren ist, ist nicht nur Geschenk, sondern auch Auftrag. Und Schwestern und Brüder, das gilt auch für unsere Glaubenserfahrungen, die wir machen durften im Leben. Sie sollen dem Leben dienen, natürlich auch unserem eigenen Leben, aber vor allem auch dem Leben der anderen Menschen, unserer Mitmenschen. Und damit Saulus das versteht, muss er ihn noch ein wenig schütteln. Was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen. Hast du es noch nicht verstanden? Lass dich von deinen Sünden abwaschen. Du musst es hinter dir lassen, was da war. Du hast jetzt einen anderen Weg vor dir. Rufe seinen Namen an. Sein Name? Jeschua. Gott ist Rettung. Er ist deine Rettung. Und du sollst seinen Namen anrufen, auch vor der Welt. Du sollst der Welt davon erzählen, dass du ein Geretteter bist und dass sie selber auch Rettung zu erwarten haben. Wenn wir heute Bekehrung Pauli feiern, Schwestern und Brüder, vielleicht spüren Sie es schon, das hat nicht nur mit Paulus zu tun, das hat mit allen Christinnen und Christen zu tun. Dass wir der eigenen Berufung erst einmal trauen, dem Weg mit Jesus Christus vertrauen, dass wir es gleichzeitig nicht nur als Geschenk an uns privat ansehen, sondern dass wir daraus auch einen Auftrag, eine Sendung für unser Leben erhalten. Paulus tut das. Und so konnte er vielleicht seinem Leben die entscheidende Wendung geben. Wir erinnern uns heute maßgeblich an den Paulus als den Apostelfürst, also als einer der beiden Apostelfürsten, die noch einmal aus dem Apostelkreis herausgehoben sind, weil sie so unglaubliche Kraft entwickelt haben in dieser Nachfolge Jesu. So unglaublich tief auf ihn vertraut haben und dass sie alle Wege mit ihm gehen können. Saulus wird sich ab sofort Paulus nennen. Paulus heißt übersetzt der Kleine, weil er es kapiert hat. Immer dann, wenn er der Große sein wollte und immer wenn er der Große spielen wollte und sich über andere erhob, dann ging sein Leben schief. Seitdem er verstanden hat, dass er, wenn er der Kleine ist, wenn er dem Leben dient und all dem anderen, was klein ist im Leben, vermeintlich klein, dass er eine ganz andere Größe im eigenen Leben erfährt, dass er dem Großen, dem wirklich Großen dient und am größten Auftrag teilhat, den es überhaupt haben und geben kann. Amen.